Hallo und herzlich willkommen zurück zu Martial Law. Und ja, was soll ich sagen? Werden wir mal weitermachen. So, die bringt jetzt den Fisch in die Badewanne. Immer zumachen. Gut. Jetzt erzähl mir mal, was passiert ist. Also. Warte! Ich mache uns Tee. Später 3 Tassen Tee. Und dann habe ich ihre Katze draußen gefunden. Das muss die interessanteste Geschichte gewesen sein, die ich je über den Einkauf eines Karpfens gehört habe. So ein Abenteuer habe ich auch nicht erwartet. Sie haben versprochen, mir mehr über ihren Mann zu erzählen. Henrik war ein Soldat in der polnischen Heimatarmee. Ich war Verbindungsoffizier. So haben wir uns kennengelernt. Er hat jede Gelegenheit genutzt, mit mir zu reden. Ich würde lügen, wenn ich sage, er war nicht attraktiv. Am meisten jedoch mochte ich, wie er sich um mich gekümmert hat. Das war selten während des Krieges. Während des Kriegs gab es keine Zeit für Liebe. Man konnte nie wissen, ob man den nächsten Tag noch zu sehen bekommt. Irgendwann war es endlich geschafft und der Krieg war vorbei. Er hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Ich war so glücklich. Danach wurde Chpiniew geboren. Den kennst du bereits. Er war einfach perfekt. Zu perfekt. Der Brigadegeneral wurde zu einem Treffen mit der Regierung eingeladen. Das war etwas verdächtig, weil die Regierung hatte eigentlich den polnischen Untergrundstaat bekämpfte. Sie hat ihm vorgeworfen, mit dem Feind zusammenzuarbeiten. Natürlich taten sie das nicht, aber Henrik ging trotzdem dorthin und kam nie mehr zurück. Es war eine Falle. Sie wurden alle verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Sie haben ihn gefoltert, bis er gestorben ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das tut mir wirklich leid. Sie müssen nichts sagen, ich vermisse ihn nur sehr. Aber du weißt gar nicht, wie viel besser es mir gerade geht. Besser wieso? Ich habe schon seit längerem jemanden zum Reden gebraucht. Das war eines der schönsten Geschenke, die ich mir zu Weihnachten hätte wünschen können. Danke. Das war überhaupt kein Problem. Wer könnte das sein? Frohe Weihnachten, Mama. Oh, dich habe ich heute gar nicht erwartet. Ich weiß, aber ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Ich habe etwas für dich, aber das gebe ich dir später. Das war doch nicht nötig. Oh, ich sehe es. Stanislav ist gekommen, um zu helfen. Verdammt, ich muss los. Es wird schon spät und ich muss noch Einkäufe für meine Tochter erledigen. Versprichst du mich mal wieder zu besuchen? Ich verspreche es. Danke für alles, was du heute gemacht hast. Warte. Wie versprochen, eine Marke für Mandarinen. Und komm mich mal nach Weihnachten besuchen. Kann sein, dass ich eine Arbeit für dich finden kann. Auf Wiedersehen. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Danke für alles. Selbstverständlich. Frohe Weihnachten, Jania. Frohe Weihnachten. Ich mach die Tür jetzt mal nicht zu, weil die geht nicht zu. Wir können endlich Mandarinen kaufen. Ich hoffe, ihr mögt das Spiel. Wie gesagt, das ist jetzt halt, ne, geschichtlich und alles. Aber ja, ich will nur sagen, das hat jetzt nichts irgendwie, dass ich jetzt hier meine Meinung durch die Blume sagen will oder so. Es ist einfach. Ich habe es gesehen, es hatte mir gefallen vom Grafikstil her. Und Mist, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Von daher wusste er nicht, dass es hier um Weihnachten geht und so. Habe ich tatsächlich nur eine englische Beschreibung gehabt und ich hatte keine Lust, mir sie durchzulesen, ich bin ehrlich. Geh doch da rein. Warum? Wir brauchen Weihnachtsgeschenke, aber oder Einkäufe. Was müssen wir denn machen?
Ja, das kennen wir schon. Wir laufen einfach mal hier lang. Vielleicht passiert hier noch was. Der Fischdings hat zu. Okay. Wir kommen wohl zu spät für die Einkäufe. Moin. Abend. Toll. Ist ja doof. Schön, dass um die Uhrzeit noch ein paar Dinge. Ach hier, warte mal. Zentraler Produktor Naftjoften. Kann ich nicht lesen. Das war damals die Zentrale für Ölprodukte. Für Kraftstoff und Schmiermittel, da sie. Können wir mal reingehen? Ich glaube, ich warte in der Schlange. Hallo. Ich hätte gerne ein paar Mandarinen. Bitte, hier ist meine Karte. Mandarinen zu Christina. Mandarinen zu Weihnachten sind sicherlich eine gute Wahl, Kamerad. Die sind für meine Tochter. Ihre Mutter? Sie lässt mich meine Tochter nicht sehen, wenn ich sie besuchen komme. Sie war schon immer so, ich hätte es wissen sollen. Aber damals war sie doch eine klasse Frau. Sie war so leidenschaftlich, wenn es darum ging, die Welt zu einem besseren Ort für unser Baby zu machen. Und meine Tochter, sie hat die ganze Welt verdient. So ein schlaues Kind. Sie hat das sicherlich nicht von mir. Ich bin nur ein dummer Fabrikarbeiter. Entschuldigung, hinter Ihnen ist eine Schlange. Hören Sie bitte auf, sich zu unterhalten. Gehen Sie bitte. Danke. Vor allen Dingen, sind wir nicht gerade in einem Laden für Kraftstoff und Schmiermittel? Mist, ich habe die Süßigkeiten ganz vergessen. Was ist das hier? Da wohnen wir doch gar nicht. Keine Sorge, du schaffst das schon. Ah. Hallo, Gosia. Was zur Hölle willst du? Mama, wer ist das? Bitte, Gosia, es ist Weihnachten, ich vermisse euch beide. In Ordnung, aber du musst versprechen, dass du bald verschwindest. Ich verspreche es. Papa! Hallo, Schatz. Papa hat dir ein Weihnachtsgeschenk mitgebracht. Oh, danke! Was ist los, Schatz? Papa, warum hast du Mama betrogen? Ich bin alt genug, um es zu erfahren, aber Mama will es mir nicht sagen. Was? Wieso würdest du sie so anlügen? Wovon redest du? Ich würde dich niemals betrügen. Du hast mich betrogen. Psst, nicht vor dem Kind. Sie ist kein kleines Kind mehr. Sie verdient es, die Wahrheit zu erfahren. Deine Mama hat mich verlassen, nachdem sie sich ein ordentliches Mitglied der Kommunistischen Partei angelacht hat. Du musst jetzt gehen. Nein, du musst dir die Wahrheit sagen. Hier, Schatz, das habe ich dir mitgebracht. Die Puppe, die du wolltest, ein paar Süßigkeiten und Mandarinen. Danke, Papa.
Ich werde alles erklären. Hör zu, Schatz, ich bin eine schlechte Mutter gewesen. Ich bin es immer noch, weil ich dich gegen deinen Vater stellen wollte. Ich war einfach etwas orientierungslos. Orientierungslos? Meinst du das ernst? Ich habe meinen Papa gemieden, weil du mich angelogen hast. Ich weiß, aber du solltest es doch niemals erfahren. Das meinst du nicht ernst, oder? Hör mal zu, von nun an ist mir unsere Beziehung schnurzpiep egal. Mir geht es nur um meine Tochter, alles andere ist mir egal. Du musst mir glauben, sie öfter zu sehen. Erlauben, Entschuldigung. Ansonsten nehme ich sie einfach mit. Können wir uns unter vier Augen unterhalten? Klar, aber du musst mir versprechen, dass wir danach alles erzählen werden. Ich verspreche es. Schatz, geh mal raus. Geh mal ein bisschen spielen. In der Kälte. Oder mit der Zigarette. Mach mal. Mama und Papa müssen da was klären. Siehst du denn nicht? Der Typ, mit dem ich jetzt zusammen bin, hat viel mehr Geld und kann Marilla eine tolle Zukunft ermöglichen. Was? Wieso denkst du, dass unsere Tochter nur mit dem Geld von diesem Fremden glücklich werden kann? Sie ist so klug und talentiert. Hast du sie nicht singen gehört? Ich weiß, dass sie singen kann. Sie ist etwas ganz Besonderes, aber sie braucht das Geld. Das Geld wird sie auch nicht von dem Trauma retten, das du verursacht hast. Ich weiß. Kommen Sie bitte so oft besuchen, wie du möchtest. Sie verdient einen Vater, einen richtigen Vater. Und was ist mit uns? Siehst du eine gemeinsame Zukunft für uns? Nein, es tut mir leid. Muss es nicht, ich habe es schon vermutet. Versuchen wir einfach unserer Tochter das beste Leben zu bieten, das uns möglich ist. Klingt gut, lass es uns versuchen. Hier, nimm das. Ich sollte davon Mandarinen kaufen, aber ich habe zu lange mit dem Verkäufer gequatscht und sie bat mich raus, ohne dass ich bezahlt habe. Das klingt nach etwas, das du machen würdest. Ich weiß. Das Ende. Das waren die Tage. Oh! Das war's schon? Okay. Es ist also ein sehr kurzes Spiel. Wir sind bei Folge 2. Wir können es aber gerne nochmal spielen, damit wir vielleicht noch die ein oder zwei Entscheidungen, die wir da treffen mussten, vielleicht ändern. Wir könnten uns jetzt den Abspann nochmal angucken. Ne? Ansonsten, es ist echt eine tolle Geschichte. Mich würde natürlich jetzt echt interessieren, wie es mit den beiden weiterging, wie es mit der Tochter weitergeht, wie das Weihnachtsfest da vielleicht verläuft, ob wir vielleicht Jania nochmal sehen oder die Frau, mit der wir da uns verabredet hatten, die uns die Süßigkeiten gegeben hat. Auf jeden Fall schön. Schöne kurze Geschichte. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.